Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, mein Freund. Wie ist euer Name? So, wenn man mich schon so direkt fragt, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Dragon Age Origins. Wir haben letztes Mal Orzammar verlassen, weil wir sonst zu Tode verurteilt werden würden. Und ja, jetzt sind wir hier. In Ferelden. Als Rekrut der Dunklen Wächter. So. Mein Name ist Eglav Tugrinsu, Eure Majestät. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Die Grauen Wächter bemühen sich, ihre Anzahl zu vergrößern. Und ich für meinen Teil freue mich, sie dabei zu unterstützen. Es ist gut, einem Angehörigen des ehrenhaften, kräftigen Volkes außerhalb Orzammars zu begegnen. Wie viel wisst ihr denn über Zwerge, Eure Majestät? Ich wollte schon immer mehr über sie wissen. Vielleicht könntet ihr mich irgendwann aufklären. Naja. Erstmal würde ich sagen, die Schlacht steht im Vordergrund. Ich war schon in Orzammar. König Endrin hat meinen Vater vor langer Zeit zu einem großen Turnier eingeladen. Wie geht es, Endrin? Nun, es scheint, als sei eure Geschichte noch interessanter, als ich angenommen hatte. Hä? Nee? Ich habe ihm noch gar nichts erzählt. Also der König war wohl auf, als ich aufgebrochen bin. Gut. Ich hoffe, ich werde mit ihm ebenso gut zusammenarbeiten, wie es mein Vater getan hat. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in Ostagar willkommen heißt. Die Grauen Wächter werden enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Sie sind zu freundlich, Eure Majestät. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen. Und morgen wird es nicht anders sein. Naja. Die Dinge scheinen wohl wirklich gut zu laufen zurzeit. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen Grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, Graue Wächter. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die Dunkle Brut gewonnen. Naja. Scheint sie ja nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich meine, ich als Zwerg weiß natürlich, was die Dunkle Brut ist. Immerhin sind sie immer noch in den tiefen Wegen unterwegs. Ja. Das ist wahr. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der Dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Ja, wir sollten mit dem Ritual fortfahren. Was genau soll ich denn überhaupt hier tun?
Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Nein. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Okay. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke. Okay. Und ein Erfolg freigeschaltet. Jetzt bin ich offiziell kostenlos. So, Duken geht da und irgendwie habe ich gerade ein bisschen die Performance-Probleme hier. Ah, ist schon viel, viel besser. Und ein Level Up. So, ein bisschen Geschicklichkeit und einmal mehr Lebenspunkte bitte. Und ich bin zufrieden. Weiter rüste ich meine Felder auf, damit ich weiter diese Felder belegen kann. Aber hierfür bräuchte ich 22 Geschicklichkeit. Die nochmal 2 zurück. Nein. Zurücksetzen. Passt war so noch nicht. Also lassen wir es gehabt. So. Und präziser Schlag nehmen wir noch hinzu. Haben wir einen weiteren Buff. Dass ich auch dauerhaft aktiv lasse. Auch wenn ich jetzt keine Fähigkeit mehr nutzen kann. Doppelschlag setze ich mal aus. Yep, das bin ich. Ich glaube, Torin so. So, schauen wir mal weiter. In dieser Stunde ihr guten Leute von Ferelden und beklagen den Tod, der viele erwartet. Der Tod ist nicht gleichbedeutend mit Versagen, meine Freunde. Solltet ihr ihn finden, dann werdet ihr nicht euren König im Stich gelassen, sondern dem Erbauer gedient haben. Okay. Wenn ihr in dieser Schlacht fallt und im Land hinter dem Nichts vor den Erbauer tretet, dann wird er euch nicht für unwürdig halten. Geht nicht freudig in den Tod, aber geht in dem Wissen, dass es euer vergossenes Blut ist, das das Böse aufgehalten hat. Und wenn ihr geht, um eure Plätze neben dem Erbauer einzunehmen... Weiter geht's hier. Hier habe ich ein Ausrufezeichen. Das bedeutet in meisten Fällen eine Quest. Das ist nicht gut. Nicht? Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Was denn? Kann ich helfen? Neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Wächter in Ausbildung, bitteschön. Wo liegt denn das Problem? Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Okay. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Und der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Das probiere ich doch dann. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Probieren wir es mal aus. Der Hund sieht respektvoll zu dir auf. Will ich ihm auch geraten haben. Und legt seine Angriffshaltung ab. In seinen Augen erkennst du Intelligenz, ebenso wie große Schmerzen. Dieses Tier ist sehr krank. Okay, erschlage ich ihn oder lege ich ihn einen Maulkorb an? Die Quest besagt einen Maulkorb anlegen. Mache ich doch. Okay. Der Mabari knurrt schwach, aber er greift dich nicht an. Gut gemacht. Als du fertig bist, weiter von ihm lesen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Ich bin eigentlich nur wegen der Schlacht hier. Sind wir das nicht alle? Dennoch werdet ihr der Wildnis näher kommen als ich, vermute ich. Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Okay. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Okay, ich werde versuchen, eine zu finden. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Tu dies. Wenn du es nicht lassen kannst. Wenn du es lassen kannst, dann tu es dies trotzdem, weil es helfen könnte. Okay, gehe ich mal den anderen grauen Wächter suchen. Wobei, vorher noch.
Hier haben wir ein Haussymbol. Also, kann ich dir da kann ich was verkaufen. Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Was, wenn es so wäre? Nun, ich wüsste einfach gerne, wohin sie gegangen ist. Das ist alles. Oh, verzeiht mir meine Manieren. Ich bin sicher, meine Probleme interessieren euch nicht. Ich bin der Quartiermeister. Seid ihr hier, okay, weil ihr Ausrüstung benötigt? Ja, das wäre gut. Braucht ihr denn Hilfe? Ich bin mir sicher, dass ihr Besseres zu tun habt, als für mich durch die Gegend zu laufen. Ich finde sie schon. Alles klar. Welche Ausrüstung habt ihr? Vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Okay. Ich kann euch außerdem mit einigen anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich zur Stärkung der Moral, versteht ihr? Bietest du mir etwa gerade ein Elfenmädchen an, zufällig ein rothaariges? Ich will's mal nicht hoffen. Immerhin bin ich ein Zwerg, auch wenn ich ein Elfenfreund bin. So, zeig mir, was ihr anzubieten habt. Sagt mir einfach, was ihr gerne... Die offizielle. Ja, dazu müsste ich erstmal sehen. Außerdem will ich nur Sachen verkaufen. Weil das füllt sich hier ein bisschen. Ob das jetzt so klug war? Egal, weiter. Ich verkaufe einfach alles. Ja, das auch. Ich brauche Gold. Gold. So, die Blutdrachenrüstung ist ein DLC-Gegenstand. DLCs werde ich zwar auch noch anspielen, aber hier jetzt nicht. Hier brauche ich jetzt noch keine DLC-Gegenstände, vor allem keine, die einen direkt zu Anfang overpowered machen. Also verkaufe ich auch diese Sachen. So. Rundumschlag bräuchte ich. Lyriumtrank kann ich gebrauchen. Runen auf jeden Fall. Ein Silberkelch. Da wäre ich was für Gecko. Aber ich verkaufe es trotzdem. Ich kann ihm ja 2 Silber geben. So. Elfenwurzel ist was für Tränke. Behalte ich mal. Zurückkaufen. Könnt ihr nochmal zurückkaufen, aber heute nicht. Das Leben zieht nur so an uns vorbei. Und weißt weiter du, schon geht's. Ich doch einfach meinen Tau. Ja. Wir laufen richtig, meine Freunde. Okay, jetzt bin ich falsch gelaufen. Und da haben wir ihn. Den anderen grauen Wächter. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Jo. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg. Na. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Ja. Was? Ach, nichts. Ich versuche nur, die Vorteile von all dem zu finden. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Zwerge können keine Magier werden. Man weiß nie. Magier schleichen sich überall ein. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neuer Rekrut aus Orsama. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Oh, das macht doch nichts. Du musst Alistair sein. Hat Duncan von mir erzählt? Hoffentlich nichts Schlechtes. Nein, als jüngstes nein. Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Okay. Dann bringen wir es mal hinter uns. Ungeduldig, was? Natürlich. Wie auch immer. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Alles klar, dann gehen wir mal. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Okay. Jetzt haben wir einen Gruppenmitglieder. Kann ich jetzt nochmal umswitchen. Nochmal Inventar öffnen.
Runterziehen kann ich jetzt weitermachen. Ah ne, Taktik-Symbol soll ich machen. Okay. Dann mache ich mal auf Verteidiger. Dann kann ich ja weiterspielen. So, aber ich mache jetzt wieder eine Pause. Und wie wir dann zum Grauen Wächter werden und was Alistair machen wird, um uns zu begleiten, das erfahren wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Bis dann. Danke fürs Zuschauen.